Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mit euch einfach mal einen Trash testen. Und zwar habe ich jetzt so einiges bekommen und ich dachte, ja, ich verbinde das alles in einem. Wir haben ein bisschen Zeit, 35 Minuten. Ich bin allein daheim, von daher kann man das schon machen. Ich habe gerade frisch geduscht, wie man sieht. Ich möchte danach meine Küche einsortieren und wollte einfach schon fertig sein, damit ich ja, den Tag beginnen kann. Zum einen zeige ich euch noch einen kleinen Kosmetik von Les Hall. Ich habe mir nachgekauft zweimal den Catrice Concealer in der 020. Das war so eine Limited Edition. Ich glaube, da geht 1 € oder sowas an irgendeine Organisation. Das ist so ein Roségold, richtig schön. Und ich liebe den Camouflage Concealer von Catrice und ich finde, es ist einer der besten aus der Drogerie und deswegen durfte der zweimal mit. Ich hätte ihn nicht gebraucht, weil ich habe noch Backups, aber ich wollte auf 25 € kommen, damit ich Versandkosten sparen kann. Und zum einen habe ich mir diese Maske da mitgenommen oder bestellt. Das ist eine Wassermelonenmaske. Ich liebe Wassermelone und wir werden auf jeden Fall zusammen testen. Die hat, meine ich, 9 € oder 8 € gekostet und die Concealer 3,95, sowas um den Dreh. Und dann durfte noch für 8, 9 €, ich glaube 11 € der Hatice Bronzer mit. Den werde ich heute aber nicht testen, den teste ich lieber, wenn ich andere Sachen teste, sonst komme ich so durcheinander. Ja. Ich habe mein Körbchen gerichtet, damit ich euch die Produkte unten reinschreiben kann, wenn ich das Video bearbeite. Ich hoffe, ich verplan's nicht. Ich habe hier eine mega Kiste. Zum einen sortiere ich aber gleich aus. Diese Highlighter-Palette, die werde ich nicht nutzen. Die geht direkt raus aus meiner Sammlung. Heute möchte ich mal beginnen mit der hier. Dann möchte ich testen Illuminating Face Base und Gold Waste Fluid Foundation von Kiko. So ein schöner peachiger Ton. Das könnte auch was sein. Dann habe ich hier noch einen Augenbrauenstift von Adeko. Okay. Dann habe ich ja von Flomar noch so ein wunderschönes Teil. Das ist so ein Baked Blush. So sieht es aus. Ich glaube, den nehme ich auch noch mit rein. Und dann oh, ich glaube, ich teste den Lippenstift lieber. Der gefällt mir gerade ein bisschen besser. Foundation habe ich. Dann Lidschattenpalette. Ich weiß es nicht. Ich möchte die von Sleek auf jeden Fall testen. Ich finde, Sleek ist einfach in Vergessenheit geraten. Die ist auch geil, gell? So Glitzermitzer. Dann brauche ich... das ist auch cool. Das werde ich zu meinem Nageldesign-Zeug da machen. Dazu wollte ich ja auch mal ein Video abdrehen. Dann benutze ich ein Full Face, wird das jetzt aus dem Bereich. Das könnte ein bisschen ticken zu dunkel sein. Vielleicht muss ich den mischen. Okay. Ich versuche mal irgendwie sowas zu, ja, zu machen. Und ein Bronzer. Ja, genau. Okay. Ich glaube, ich hab's jetzt. Keine Ahnung. Den wollte ich eigentlich nicht. Okay, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen mit den Sachen, die ich jetzt ausgesucht habe. Als Primer benutze ich den hier. Das ist der Trended Up Expert Illuminating Fluid Base. Stört euch nicht an meinen Nägeln. Ich komme erst heute Abend dazu. Vielleicht mache ich sie heute Mittag ab und mache nur einen Klarlack drauf, weil es sieht fürchterlich aus. Ja, das ist halt manchmal so, wenn man eben keine Zeit hat, irgendwas zu machen. Das sieht sehr interessant aus. Ist so eine flüssige Basis halt. Die vermische ich mal. Ich weiß es nicht, ob das so riechen soll. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr weich an. In meine Face. Okay, über die Augenlider ist eigentlich totaler Quatsch, so eine Base zu machen.
Aber gut. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Eben, Fanny hat mir ganz, ganz viele Foundations, High-End Foundations, als Pröbchen geschickt. Total interessant. Da werde ich auf jeden Fall einen kompletten Tag damit verbringen, sie zu testen. Ich mache meine Haare mal auf Seite. So viele Haare sind es ja nicht. Ja, genau. Ist interessant. Ich leuchte so ein bisschen von innen heraus. Aber ja, ich meine, wenn ich mich ungeschminkt rausgehe, dann habe ich gar nichts drauf. Auch nicht mal so ein Fluid, sage ich mal. Ein Schimmerfluid, weil ich dann einfach gar keine Zeit habe. Weil wenn ich anfange mit Schminken, dann will ich es komplett fertig machen. Ihr versteht, was ich meine. Dann kommen wir zu Kiko. Das ist Gold Wells Fluid Foundation in der Nummer 01. Diese Foundation verspricht 25 Lichtschutzfaktor. Flüssige Foundation, 25 SPF mit UV-Schutz, also UVA, UVB-Schutz, vereinheitlicht und glättet den Teint. Ja, das brauchen wir auch. Die schüttel ich mal. Sieht ganz okay aus von der Farbe, finde ich. Ja. Ich muss mir auch ein Ringlicht zulegen, habe ich gemerkt. Ist mir lieber, glaube ich, wenn ich ein Ringlicht habe. Es ist immer ein bisschen schwierig, Foundation und Primer zu testen, aber ich gehe einfach von einer Foundation aus, die mit jedem Primer funktioniert. Ist mir eigentlich wurscht, finde ich. Wenn, ja, wenn es dann nicht funktioniert, finde ich es einfach kacke, dann kann ich immer noch testen. Aber jetzt im Moment testen wir einfach Foundation und Primer zusammen. Die Foundation ist sehr, sehr hell und fast schon ziemlich in Orangetonstich. Verteile es jetzt einfach mal. Und ich habe gemerkt, SPF ist immer schwierig bei mir in Foundation. Ich trage ihn lieber einzeln auf. Wie immer, nicht wegen dem Blitzlicht, sondern ich finde, die ist so speckig und liegt nicht auf der Haut. Also sie liegt auf der Haut und nicht mit der Haut in einem. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und ja. Aber es sieht eigentlich ganz nett aus. Ist halt eine leichte Textur. Und für den Sommer könnte sie ein Ticken zu hell sein. Was ist das schon wieder? Also, seitdem die Küche da ist, rumpelt es und macht und tut, obwohl nichts sein kann. Ja, das erste Mal läuft jetzt auch die Spülmaschine in der neuen Küche. Also, Spülmaschine habe ich dieses Jahr erst neu geholt, weil meine alte kaputt gegangen ist. Das wisst ihr wahrscheinlich. Ich bestimmt schon berichtet. Ein bisschen trage ich noch auf, gerade auf meinen Wangenbereich. Da bin ich nicht so zufrieden. Aber ich finde, es setzt sich nichts ab. Wirklich gar nichts. In gar nichts. Ich habe auch keine trockenen Hautstellen. Ich habe gerade so ein bisschen mein Gesicht gereinigt eigentlich. Aber kein Peeling. Benutzt schon eine ganze Weile nicht. Die schwarze Maske und ja, dieses Retinol-Zeug da hat 3, 4 Tage meine Nase zum Pellen gebracht und seitdem sitzt einfach jede Foundation gut. Also dafür war es echt top. Ja, ich gucke mal mein Gesamtbild an. Ja, es ist eine leichte Textur für mich ausreichend. Also ich habe meine Rötungen. Ich brauche keine Full Coverage tagsüber. Ich brauche auch eigentlich abends keine. Abends habe ich dann eher eine gerne drauf, aber ich bräuchte sie auch nicht. Dann haben wir diesen Concealer, der sieht sehr, sehr rosastichig aus, um ehrlich zu sein. Ich trage mal die erste und Reval de Loup stinkt einfach. Das stinkt nach Oma. Ja, das stinkt nach Oma. Fertig. Ich habe jetzt mal den Applikator ein bisschen sauber gemacht. So sieht der aus. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar das neue Design. Und ich trage den mir mal auf. Oh, der ist sehr, sehr rosa. Aber es könnte gut ausgleichen. Wisst ihr, wie so ein Color Corrector sein. Seht ihr das? Und das ist die Farbnuance 02. Sehr rosastichig. Den trage ich mir auch wirklich nur unters Auge auf. Weil wenn ich mir das im ganzen Gesicht noch verteile, als Concealer, dann gute Nacht.
Könnte man eigentlich den Concealer unten drunter auftragen als Color Corrector und dann die Foundation drüber. Das reicht auch oftmals. Denn wenn ich so rosa Augenschatten habe, gleicht da gar nichts aus. Dann habe ich einfach nur rosa Augenschatten. Aber ich finde, es geht gerade. Das geht wirklich gerade. Auf meine Nase habe ich immer noch eine Rötung. So. Nix in die Falten, nix. Sitzt wirklich toll. Eine ganz leichte Schicht. Ich hoffe, das erkennt man. Nach dem Schwimmbad bin ich auch allzu so fertig, gell? Aber ich war nicht im Schwimmbad. Ich bin einfach so fertig, weil es so viel Arbeit noch ist, die man auf sich genommen hat. Oh, ich habe ein Puder vergessen. Oh, dann nehme ich Pure Powder. Uah. Schade, das riecht nicht so nach Oma. Nach diesen damaligen. Ja, das ist die Farbe von Maybelline. Maybelline 015 Transluzente. Na dann. Kommt aber Farbe raus. Ganz, ganz leicht. Aber mattiert wirklich sehr, sehr schön, das, was dann rauskommt. Ich mattiere auch gerne komplett erstmal totmatt ab mittlerweile, weil ich einfach finde, dass es einfach weniger fleckig wird. Ich habe immer das Problem mit dem Bronzer. Obwohl ich immer stark abpuder, habe ich das Gefühl, der von NYX verteilt sich einfach nicht gescheit. Und ja. Also die Poren, ja, es geht eigentlich. Also es sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Bisher hat mich kein Produkt enttäuscht, muss ich sagen. Vor allen Dingen die Foundation, die ist ganz cool. Die mag ich sehr gerne. Und ja. Genau, Augenbrauen, da habe ich was von Adeko. Da habe ich was von Adeko und zwar ist das ein Augenbrauenstift in der Farbe 0. In der Farbe 6. Das ist ein Augenbrauenstift Eyebrow Pencil in der Farbe 6. Sehr, sehr schön aschig. Und mir sind tatsächlich die am allerliebsten. Der fühlt sich gut an. Schön cremig, aber nicht zu cremig. Ich hoffe, ihr seht das. Und ich habe da so eine Technik für mich herausgefunden. So zu lassen, auch vorne. Ich finde, das sieht einfach natürlicher aus. Hier gemalt und eben vorne nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das Video direkt dann hochlade, also ohne zu schneiden, weil ich finde einfach für mich natürlich einfacher, oftmals nicht zu schneiden. Und gerade wenn keine Kinder da sind, ich möchte ja die Videos eigentlich natürlich halten, weil ich einfach, ja, einfach der Typ bin. Ich schwitze halt einfach. Manchmal schwitze ich zu viel Scheiße. Und manchmal eher weniger. Ich benutze mal eine Bürste. Kämme das ein bisschen aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn der mal leer ist, könnte ich mir vorstellen, den auch nachzukaufen. Der ist nämlich ein Ticken cremiger, finde ich. Lässt sich super ausblenden, ohne komplett zu verschwinden. Toll. Also den. Ups. Den mag ich sehr gerne. Ja, manchmal kann man sich nicht zurückhalten. Ich habe auch mal einen Kommentar gekriegt. Ja, könntest du, wenn du aufstoßest, mal es rausschneiden? Ja, manchmal kommt es aber während einem Satz. Dann wäre der komplette Satz weg und. Bin ich manchmal so aufgeregt in den Videos, freudig aufgeregt, dass ich ein wirres Zeug rede. Aber so ist es halt, so bin ich. Und so ist es auch wirklich. So bin ich auch, wenn meine Freundin da ist und ich aufgeregt bin. Ja, dann kommen wir zu dem guten Stück hier. Das ist der Hollywood Bronze and Highlighter New. Da kann man es sehen. Ich glaube, das ist so ein Sticker von. Egal, der bleibt jetzt dran. Ich wollte ja den Bronzer ausprobieren, weil ich den mal aussortiert habe. Und ich möchte da einfach mal gucken, wie der nochmal ist. Weil so ein Zwischending, wisst ihr, was ich meine? Guckt mal, wie schön. Warum habe ich den aussortiert? Vielleicht wegen dem Schimmer? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich weiß auch nicht.
von wem ich den genau habe. Können wir ja gerne kommentieren. Der ist cool. Den mag ich. Sieht auf jeden Fall mal ganz okay aus. Ist auch nicht fleckig geworden. Ich hoffe, ihr seht das, dass es nicht fleckig ist. Und selbst wenn es sich an meinen hier Pickele absetzt, das ist nicht so schlimm. Das, irgendwann verschwinden die Pickel ja auch. Augenbrauen bin ich mega zufrieden. Vielen Dank. Das habe ich auf jeden Fall von der lieben Sandra bekommen. Bei dem weiß ich nicht. Das hat mir auch die Sandra. Die Strobing-Palette habe ich, glaube ich, von der lieben Jana bekommen. Genau. Und das habe ich von der Emine, bin ich der Meinung. Bei dem Puder weiß ich nicht mehr genau. Das habe ich von der lieben Steffi. Und das hier habe ich ja gesagt von der Jana, ne? Ja, genau. Das tragen wir uns auch zusammen mal auf. Dann benutze ich jetzt mal den Pinsel hier. Und ich möchte gerne in das Gold gehen. Es hat mich schon die ganze Zeit gereizt, diese Palette zu testen. Da freue ich mich mega drauf. Erstmal den Pinsel wieder vom Trocknen. Oh, da leider schön. Ich ziehe ihn auch nicht. Manche ziehen ihn bis hierher. Dann sind einfach die Poren da. Und ich mag einfach meine Poren nicht betonen. Sie stören mich nicht, aber ich muss ja nicht noch extra was dafür tun, damit sie nochmal sichtbar sind. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade hier in dem Bereich. Und dann gehe ich einfach nochmal hier so drüber, über die Kanten. Sehr, sehr schön. Boah, das gefällt mir sehr gut. Ich habe gestern zwei Kommentare, also gestern und am Wochenende noch einen Kommentar gekriegt. Heute ist übrigens Mittwoch. Mittwoch. Kleines Abisiana Chichichi. Mittwoch und ich benutze uns jetzt mal einen Eye Primer. Habe ich einen Kommentar gekriegt? Du hast aber abgenommen, da denke ich, nee. Heute habe ich mich auf die Waage gestellt, bei mir schwanken. Also ich bin wirklich ein schwankes Mädchen, aber ich habe die letzten paar Tage wirklich tatsächlich wenig gegessen, weil einfach die Zeit, ich konnte nichts kochen, also konnte ich nichts richtig essen. Unser Kühlschrank war auch nicht voll. Ja, genau. Gestern habe ich das erste Mal in der neuen Küche gekocht, das heißt, wir haben uns ein bisschen so von Fastfood und Brot ernährt, aber darauf habe ich ja gar keinen Bock. Ich möchte ja dieses Jahr wirklich jetzt nochmal für mich was tun und ein bisschen auf meine Ernährung achten. Einfach weil ich weiß, dass es mir gut tut. Es tut mir gut, ich liebe Gemüse, wenn es nicht ganz durch ist, eher so bissfest. Und ich liebe es einfach mich, ja, ich liebe es natürlich auch Chips und etwas zu essen, das kann der ein oder andere gut verstehen, der andere oder andere eben nicht. Aber ich bin halt einfach, wenn ich viel Stress habe, wenn ich nachts aufstehe, esse ich halt einfach Chips, Süßes, Schokolade vor allen Dingen. Und gestern hatte ich einfach mal wieder Lust, seit einer Woche, glaube ich, Schokolade zu essen und das habe ich auch getan. Aber dann nicht eine ganze Tafel, sondern Ewing. Wir haben hier die Ei. Divine Palette All Night Long. Das ist die, die ich nicht hatte. Ich hatte All irgendwas mit Day. Der Applikator ist echt schrottig. Man kann den aber gut für Schimmerprodukte benutzen. So sieht die Palette aus. Sie ist auch wirklich nicht benutzt. Was ich Schande finde, weil sie so wunderschön ist. Liebe Sandra, hättest du sie doch mal probiert. Aber manchmal ist das halt so. Ich fange an. Womit fange ich an? Ich fange einfach an, ein Base-Ton zu benutzen. Und zwar den hier. Sorry fürs Blenden. Den hier, das ist so ein weißer Schimmer. Matter weißer Ton. Den trage ich mir einfach über die Augenbrauen auf und ein bisschen drüber hinaus. Jetzt nicht so bäm. Und ich liebe die Sleek-Paletten. Ich kann mich nicht von allen trennen, weil ich sie echt gut finde. Weil ich finde, sie sind einfach in Vergessenheit geraten. Und ich finde sie auch Preis-Leistungs-Verhältnis Bombe. Und es war damals einfach das Beste. Dann ist hier nur noch ein weiterer dunkler Ton hier. Ich fange an, mir einfach dieses. Ja, womit fange ich denn an? Ich fange an mit den khaki-grünen Lidschatten. Den hier in meine Lidfalte zu packen.
Also ich finde, man kann auch mal was Schimmerndes in der Lidfalte haben. Ich finde einfach, manchmal wirkt das so düster, weil und unverblendet bei matten Tönen, aber bei Schimmernden, ich rede wieder was zusammen. Das macht nichts. Ich möchte dann auch auf jeden Fall diesen wunderschönen Goldton probieren. Das bleibt jetzt erstmal so. Ich bin so. Also ich, wenn ich neue Produkte teste, dann teste ich sie ja so, wie es mir am liebsten ist. Und da möchte ich auch bitte nichts unter meinen Videos testen. Das ist ein Durcheinander. Ja, manchmal ist das halt so. Wer sich nach Plan schminkt, gut. Für denjenigen. Ich weiß ja nicht, wo es mich hinführt gerade. Aber ich trage gerade das Gold mal auf. Wunderschön, wunderschön. Soll ich euch einen Ticken näher holen, damit ihr auch was erkennen könnt? Wunderschönes Gold. Es ist noch nicht verblendet, es ist noch gar nichts, weil ich eben noch nicht genau weiß, mit was ich noch arbeiten möchte. Ich habe auch noch kein Setting Spray, damit sich nichts anhaften kann. Ich möchte jetzt irgendwas, ja, irgendwas. Okay, ich habe was gefunden. Okay, ich benutze so ein Pencil, Verblendungspinsel, also eher etwas, was intensiv ist, und benutze nochmal das Dunkelgrün, damit wir es einfach intensivieren können hier. Und ich finde einfach schön auf meinen beweglichen Lid, den Rest trage ich dieses wunderschöne Lidschatten-Ding da auf. Putzig. Genau, unter meinen Kommentaren, also unter meinen Videos möchte ich eigentlich keine negativen Kommentare zu meiner Person hören. Wenn euch irgendwas an meinen Videos nicht passt, gerne Kritik, die man auch ändern kann, aber nicht Kritik, wo ich mich selbst komplett verändern muss oder sollte, denn dann bin ich einfach nicht die Richtige für euch. Ich trage, wie gesagt, den wunderschönen, ja, das ist so ein Zwischending zwischen den hier, ich weiß es nicht, was ich euch sagen soll, was es ist. So ein Kupfergrün, und das passt perfekt zu den anderen Schimmertönen. Schimmer geht immer. Weil ich dann auch gedacht habe, oh, einer hat mir zum Beispiel kommentiert, der würde ich nichts nachmachen, nur weil ich jetzt meine Haare wie eine wilde Hilde gekämmt habe. Dieses Video, ich weiß es nicht, so viel Negativität habe ich schon lange nicht mehr gehört, auch privat nicht. Also privat höre ich eh wenig, weil die Leute wissen, ich kontra auch, und ich bin auch in der Lage, für meine Person einzustehen. Ich möchte keine Komplimente von jemandem hören, der es nicht ernst meint. Mein Arbeitskollege sagt zum Beispiel manchmal, oh, siehst du toll aus und sowas. Das muss er ja nicht sagen. Ich mag ihn ja auch, ohne dass er mir Komplimente macht. Außer es ist natürlich ernst gemeint. Dann finde ich das cool. Aber nicht, um irgendwie, ja, gut dazustehen. Das habe ich ihm auch gestern gesagt. Ich brauche das nicht. Also ich brauche das nicht. Ich bin nicht die Person, die unbedingt Komplimente braucht. Es ist nett, wenn Komplimente da sind, aber es ist halt einfach nicht nötig. Ich meine, ich mag, wenn ich Leute mag, mag ich sie so, wie sie sind, und nicht, weil sie mir irgendwas Nettes sagen. Mein Augen-Make-up finde ich eigentlich ganz cool, obwohl nur Schimmer drin ist. Bin ich ja gar nicht so der Fan von. Um eine weitere Farbe auszutesten, überlege ich gerade, ob ich in dieses. Ich glaube, ich möchte im Innenwinkel mit diesen Silber-Champagner-Highlighten. Autsch. Das ist ein ganz, ganz toller Ton. Gefällt mir jetzt schon, obwohl ich ihn noch nicht mal im Innenwinkel habe. Aber das ist so ein. Also ich finde, es ploppt einfach auf, wenn ihr das erkennen könnt. Und die Videos mache ich nicht unbedingt,
um euch zu gefallen oder irgendwas, sondern ich mache die Videos, weil ich jahrelang YouTube gucke und viel mir dadurch auch selber eben beigebracht habe. Ich habe nichts, also nicht Make-up-Artist gelernt oder irgendwas. Es hat mich einfach geflasht. Es war ein Moment, wo ich nicht wusste, was ich mit mir selber anfangen soll in meiner Schwangerschaft, weil ich eben Arbeitungsverbot bekommen habe oder wie man das sagt. Ich durfte halt nicht mehr im Kindergarten arbeiten, ja. Da war man einfach den ganzen Tag daheim. Dann fängt man halt an, irgendwie was zu googeln. Und irgendwie habe ich dann angefangen, YouTube zu schauen. Und seitdem, ja, seitdem meine Tochter in meinem Ranzen war, gucke ich YouTube-Videos und habe mir so dadurch einfach ein paar Dinge angeeignet, die ich einfach gut finde. Und nicht immer alles gefällt mir, was ich mache. Aber es ändert sich dann auch. Und ja, wieso sollte man es nicht tun? Ja, hier ist zum Beispiel ein so ein dunkles Rosé. Das möchte ich mir gerne unten am Wimpernkranz hinpacken. Dazu benutze ich auch den Pinsel und mache den in dieses Teil sauber. Ich habe gesehen, For You Beauty hat das auch. 2 Euro kostet das. Kann ich euch absolut empfehlen. Oder ihr habt ein Duttkissen, was ihr nicht benutzt, könnt ihr auch benutzen. Und es dran rumreiben. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Benutzt, ich glaube, das ist auch eine matte Farbe. Nee, überhaupt nicht matt. Sehe ich, wenn ich es jetzt auftrage. Wunderschön aber. Und die gebe ich mir unten am Wimpernkranz. Und ich bin einfach eine Tante, die gerne über Kosmetik spricht. Und das Problem ist, meine Freundinnen, die haben eigentlich wenig mit Kosmetik am Hut. Deswegen feiere ich es umso mehr, wenn ich euch einfach hab, mit euch drüber sprechen kann, mit euch auch Privataustausch. Ja, ich bin froh, meine Sunny und meine Niki und um die Kati, dass wir privat einfach schreiben und das alles durch YouTube. Wir sind halt einfach Make-up-Junkies und wir haben eine Ähnlichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Und Leute zu finden, die dasselbe Hobby oder dieselbe Leidenschaft zu haben, ist schwer. Flummer, gerade in meinem Freundeskreis, ja. Ich habe verschiedene Freundinnen, die sich für verschiedene Sachen interessieren. Ich finde, irgendwie drückt mir dieser Lidschatten so die Augen runter. Könnte natürlich daran liegen, dass es einfach ein Schimmerton ist. Ja. Aber für heute reicht das. Ich möchte jetzt nicht ewig hier einen Look zaubern. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, 7 Minuten. Flomar, das ist ein Terracotta Blush in On. Genau. Farbnummer steht nicht dran. Doch, 45 steht da, ganz fett hier markiert. Und den trage ich jetzt auf mit euch. Zu gucken, wie der ist. Auch die großen Pinsel reinige ich meistens, wenn ich irgendwas anderes, ein neues Produkt benutze, einfach mit dem Teil hier, das ist easy, oder Kosmetiktuch und trage mir den auf. Ich klopfe den aber ab, weil der echt grobe Glitzerpartikel hat. Und trage den hier auf, zu gucken, wie der ist. Und ich bin nicht der Fan von unbedingt diese ganzen Glitzerpartikel. Aber ein toller Blush ohne Glitzerpartikel gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum Augen. Ich guck mal, was ich noch da habe. Sehr interessant fand ich auch vom Benefit diesen Push-Up-Liner, weil ich gedacht habe, nee, der ist auch noch original zu und ich werde es jetzt einfach testen. Wenn das nichts sein wird, habe ich immer noch die Möglichkeit, mich abzuschminken. Das ist so ein Silikonteilchen hier oben und damit soll das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich hoffe, ich bleibe auch im Bilde. Ich versuche das so einzurichten, dass ihr natürlich auch was sehen könnt. Hallo? Ich habe Angst. Kennt ihr das? Das ist dann so. Kam jetzt ein Klümpchen raus. So, jetzt so 2 kleine Würstle. Der Würstle vom Wochenmarkt. Okay, jetzt geht's hier ab mit dem Teil. Okay, ich versuche das jetzt mal an dem Auge mit euch zusammen und an dem anderen. Das ist ein Gel-Liner. Gar nicht mal so einfach, wie ihr erkennen könnt.
Ebru von der Beauty Lounge hat das früher immer benutzt. Und hat das so schnell, also die konnte ja Eyeliner ziehen. Mit dem Teil, das ist ja der Wahnsinn. Ist mir einfach als zu teuer, so Dinge auszutesten. Und um sie dann für schlecht zu finden. Also was Gutes, also das hat jetzt besser funktioniert als jetzt mit dem Roller Liner von Love damals. Aber dadurch, dass es ein etwas festerer Liner ist, gar nicht mehr so einfach, um ehrlich zu sein. Also es ist echt Schmiere. Okay, ich kann mir vorstellen, den noch platt zu machen. Was ist denn da drinne? Aber nicht nachzukaufen. Das ist, vielleicht gefällt es mir ja irgendwann so gut, dass ich sage, ja, das ist der allerbeste. Aber im Moment habe ich hier einen Struggle. Aber ich glaube, der ist ganz gut, um so ein ausgerauchtes etwas zu machen. Deswegen hatte Amy Winehouse immer so eine Lidstriche, immer um es auszugleichen. Mina, willkommen zum Amy Winehouse-Stil. Ich habe die Frau gefeiert. Nicht ihre Depression und Sucht und keine Ahnung was, aber sie selber als Person. War sehr interessant. Gerade weil sie einfach sich von den Normalos abgedingstert hat. So. Ich ziehe mir jetzt ein Schmiergeschichte hier. Zieh mir jetzt ein, ja, mach meine Lippen sozusagen fertig. Mach Wimperntusche drauf und dann komme ich nochmal zurück. So, mein Look ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich muss mal gucken, wie ich heute damit zurechtkomme. Die Lippen gefallen mir auf jeden Fall. Und auch das Grün auf dem Auge, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Khaki und Gold und ja, dieses Grün an sich gefällt mir sehr Ja, gut. Nochmal benutzt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. Mir, ja, also durchaus, bis auf der Push-Up-Liner ist nicht so mein Ding. Ich denke, dass ich ihn leer mache. Vielleicht finde ich das Handing, aber ja. Wie gesagt, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Alle benutzten Produkte schreibe ich euch mal in die Infobox, damit ihr gucken könnt, was ich so benutzt habe, was auch von eurem Trash-Paket war und was nicht. Und somit verabschiede ich mich bis dann. Ciao.